Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Projekt. Zwar LS. Ja, ihr habt es zwar schon mal gesehen, aber das ist jetzt wirklich neu, denn ja, das letzte war auf der Two Rivers und die fanden wir nicht so toll und jetzt haben wir eine exklusive Map, die noch Nein, nicht die mal ist nicht exklusiv. zum Download. Ich weiß, aber die ist noch. Die Version ist ja noch nicht zum Download, ne? Doch. Ah, nee, auf Modhoster. Chris hat noch nicht auf Modhoster. Ja, aber woanders. Und nochmal. Eins. Gott. Also ist ja eins. Nein, ich nehme gerade nur zwei Programme gleichzeitig. Zwei. Drei. Ich muss gleich nochmal neu starten. So. Passt. Ja, schnapp dir mal einen Drescher und fahr zu Feld 16. Ja, ich muss die Aufnahme nochmal neu starten. Nein. Doch. Warum? Ich hab mit Fraps und Dings gleichzeitig aufgenommen. Warum? Keine Ahnung. Oh, Fraps liegt ja auch auf F6. Warum hast du Fraps überhaupt gestartet? Weil ich wissen wollte, wie viel FPS ich hab. Ja, du Idiot. Irgendwo drauflegen, wo mach ich die drauf muss. Mach die Konsole an und drück F2. Das heißt was? Du musst... Ach Gott. So. Warte, warte. Ich schaff's gerade einfach mal nicht Yo, mehr zu Leute, fahren. Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Ende 13. Jo. Ja, und der Niklas ist dabei. Ja, bei mir läuft die Aufnahme schon seit 2 Minuten. Und mein Spiel ist zu laut. Ja, Pech gehabt. Und jetzt los, hol dir den Drescher und fahr zu Feld 16. Oh, okay. Welchen Feld 16? Okay. Ich kenne die Map schon ein wenig. Noch nicht. Die Map ist von, also ist die Map Wertheim vom guten Tune War. Und ich habe gestern und vorgestern bei ihm im LPT mitgespielt. Daher kenne ich sie schon. Und die Map ist... Kennst du aus den letzten Plays schon ein wenig. Die Map ist ganz geil. Find ja, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut, Leute. Und jetzt, also in der zweiten Folge werde ich auf jeden Fall leiser machen. Jetzt gucken... Aber Niklas, meine Hater sind weg. Ach, schade. Oh, sonst kommen bei dir noch welche. Fährst du schon rechts? Rechts auf der Spur bleiben, so? Ja. Fahr doch rechts! Keine Ahnung, ich seh dich nicht. Bist schon durchs Dorf durch, dann kann ich dir nicht mehr zeigen. Was kannst du mir dann zeigen? Wenn du im Dorf bist, kann ich dir eben das Elektrix-Haus zeigen. Das kannst du mir dann nachher noch zeigen. Warte mal. Komm mal kurz in meinen Trecker rein. Ich muss in der Mitte von der Straße fahren, sonst hau ich voll die Laternen weg. Komm mal kurz in meinen Trecker rein. Geht grad nicht. Ich bin schon am Feld. Ja, die Zuschauer haben es jetzt gehört. Jetzt zeige ich es dir nicht mehr. Ich feiere das so unglaublich. Nein, nicht schon wieder. Nein, er sagt was anderes. Die Zuschauer, wirklich? Die Zuschauer wissen, was er sagt. Nur du nicht. Was? Alle wissen jetzt, was er sagt. Nur du nicht. Okay, mein Spiel ist, glaube ich, wirklich zu laut. Irgendwie mein Spiel passt zu laut wie du. Ach, Flo. Du kannst doch nicht mitten auf der Straße Streifen hinterlassen. Reifen? Reifen? Ja, hier mit Zeugs. Ich hoffe wirklich, das Spiel ist nicht viel zu laut. Ich hoffe, es ist noch im Bereich des Möglichen. Ich lasse den Hänger mal hier stehen. Dann schnappe ich mir schon mal die Saatmaschine und fange an, das erste Feld zu sehen. Okay. Wir haben doch nur das Feld hier. Brauchen wir ein paar mehr Felder? Oh ja, 7, 6. 11. Ja, 7. 11? 11? Ah, 11. Direkt neben dem Hof. Ich hab mich ziemlich großes. An- und abkuppeln. Hilft immer. Nein, ich hab mich nicht festgefahren. Sah nur so aus. Dann habe ich bemerkt, ich hab mich doch nicht festgefahren. Sind die Felder überhaupt gedüngt? Nee. Merkt man richtig. Nur kein Düngestreuer. Hey, wir haben zwei Anhänger. Ich habe eben nämlich noch einen gesehen, so einen hellgrün. Ja, kann sein. Oh, das Spiel ist zu laut, glaube ich. Viel zu laut. Aber ich finde diese Map so geil. Ich finde sie auch ganz nice. Oh, wer hat denn hier schon wieder die Pinocchio umgefahren? Keine Ahnung.
Mir gefällt die Map. Dir? Ja. Wenn ihr sammeln wir das Stroh oder? Würde ich schon sagen. Sammeln und verkaufen. Ich hab mir gar keinen Timer gestellt. Ich mach bis 60. Also bis 15 Uhr genau. Könntest du tun, wenn du das möchtest. Das Spiel ist viel zu laut. Das weiß ich allerdings nicht. Er hat hier einen Zug? Nee, ich glaube, den. Aber du kannst ihn losschicken. Das stimmt ja, das war ja bei LSO. Hab ich ganz vergessen. Ist das schon gut? Steig mal schnell auf Controller um. Kann ich ihn ein bisschen angenehmer dreschen. Was haben wir hier noch? Hier. Ach, wir haben direkt schon einen Sammelwagen. Ist wieder am Hof. Sehr gut. Hast du den Hänger angehängt? Ja. Warum? Ich dachte, das wäre das wäre unser einzigster Hänger. Nein. Ich fahr gerade mit Controller und ich muss sagen, es ist angenehm. Na, ich hab mein Lenkrad. Wer ist mein Lenkrad? Ja. In der Innenperspektive. War ich mit Lenkrad. Ich könnte auch in Innenperspektive fahren mit meinem Fleischer. Und mein Gamepad. Der Baum sieht komisch aus, da fallen irgendwie so Baumrindestücken raus. Ja, keine Ahnung. Er weiß auch nicht, wo das herkommt, Humor. Das war auf einmal da, mit dem neuesten Update, aber. War auf einmal da? Keiner weiß, wo das herkommt. Aber stört mich irgendwie nicht so. Bleibst nicht dran hängen, kannst du durchfahren. Vor allem das Schöne ist, du hast den Abladepunkt. Ach shit, ich sollte die Seemaschine vielleicht mal auftanken. Das ist doch scheißegal. Hat gerade keiner gesehen. Gott, du bist viel zu leise. Das Spiel auf jeden Fall leiser machen. Tja. Müsst ihr bei mir gucken, da passt alles. Boah, es geht perfekt auf. Ich habe genau Kontakt bis zum Anhänger. Ich hab eine Heubohnen, aber ich hoffe mal, wir müssen nicht das hier draufpacken zum Verkaufen. Ich weiß überhaupt nicht, wo die Heuverkaufsstelle ist. Ansonsten haben wir ein Heulager auf jeden Fall. Nur wo kann man Saatgut kaufen? Ja, ist Antrigger. Guck dich das an! Gib dir nicht so viel mehr hier! Was jetzt los? Oh Gott! Ihr habt den Bauern gefunden. Oh Gott. Ich kann mir schon denken. Ich feiere das so unglaublich. Oh Gott, ich weiß nicht, wie viel Langeweile der gemacht hat, als er es gemacht hat. Okay, hier kann man Saatgut kaufen. Aber ich finde, die Startfahrzeuge sind mal was anderes. Ich finde sie gut. Ja, sind nicht wie immer so 0 auf 15. Von dem Marketing-Osus. Haben wir so ein Deutsch? Nee, ne? Nee. Das finde ich gut zum Beispiel. Diese Hörlis, die kleinen, die sieht man nicht mal so oft. Wobei ich den eigentlich schöner finde als den Deutsch. Hm? Der Deutsch ist zwar stärker, aber ich finde den Hörlimann schöner. Finde ich auch. Und wenn ich mal meine Modding-Skills raushole. Ja, dann geben wir mal so 2000 aus und da können wir ja mal einen Chip, richtig dicken Turbo aufgeladen kriegen. Hä, was? Ja. PS-Zahl ein bisschen hoch. Achso. Das Gewicht um so 20 Kilo hoch wegen Turbolader, ja. Und dann muss ich den Sound, muss ich nochmal mit so einem Turbolader fusionieren. Lass mal das.
Oh. Also ich fände das cool. Geht, ne? Würde ich dann fahren. Immer schön, wenn du Gas gibst, kommt dieses Tisch. Wenn du loslässt, dann macht Blauventil. Trecker mit Blauventil, habe ich noch nie gesehen. Doch, den JP umgebaut hat. Kennst du, oder? Den? Achso, ja. Der hat doch so ein Glas Arion umgebaut mit offener Luft als Sauger Blauventil. Ja. Das Trecker-Taxi. Ich war letztens im Krankenhaus mit offener Luftansauger. Geht, ne? Ja, Leute, das wollte ich nur sagen. In den letzten Tagen kamen keine Videos. Ich lag im Krankenhaus, konnte ich aufnehmen. Das war ein bisschen doof. Das habe ich meinen Leuten schon gesagt. Warum ist nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall lag ich da. Und laufe auf den Luftansauger, meint er jetzt. Weil ich hatte einen. Wie heißt das Ding noch? Blutkatheter? Ja. Nein, es war kein Katheter, das war ein Zugang. Es war direkt ein Zugang zur Vene. Kriegt jeder da. Wirklich? Klar, du kommst rein und kriegst ihn als erstes reingesteckt. Oh, das ist doch ekelhaft. Okay. War mir ekelhaft, als wir es rausgezogen haben. War das Ding einfach so. Ich wusste, ich dachte, das Ding war nur so ein kurzes Stummelding. Ich habe mir das nicht angeguckt, als sie es reingesteckt haben. Aber das Ding hing einfach so 5 cm in den Arm rein. Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich krieg gleich Brechreiz. Das ist ein langer, biegsamer Schlauch, der dann in deinem Arm drin hängt. Ah, oh, wenn das rausgeht, dann blutet doch dein Arm so richtig, Schweine. Nee, die hat ja was drauf. Die hat ein Tuch drüber. Und blutet's nicht. Und die Wunde ist nicht groß, also verschließt sie sich recht schnell. Boah, das ist doch ekelhaft, so eine mega Nadel im Arm zu haben. Ich hab keine Nadel, das ist ein kleines, ist ein biegsamer Schlauch. Das ist ekelhaft, oder? Geht aber. Wie hat sich das angefühlt, als die das reingesteckt haben? Hm? Nicht so schmerzhaft wie Blut abnehmen mit der Nadel. Was war das für ein Gefühl? Hast du das richtig gemerkt? Nö. Ich hab nur einen kleinen Piekser gemerkt, was war's? Du merkst auch nicht, wenn das da drin ist. Das ist ekelhaft, ey. Oh, Scheiße. Das war das Eis, den aufgeschnittenen Finger, der nur genäht werden musste. Ach, ja. Leute, ist das dreschen schön, dreschen schön, dreschen schön. Leute, ist die Folge schön, schon zu Ende. Ja, ist die Folge schon zu Ende. Also, dann würde ich mal sagen, ja, das war's für diese Folge. Ich würde mal sagen, wenn euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn nicht, lasst trotzdem einen Daumen hoch da. Und wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, warum. Und vergesst nicht zu abonnieren. Also, ciao, Leute. Tschüss.